Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein DM-Haul. Ich habe meine Beauty-Favoriten nachgekauft, von denen ich euch ausgiebig erzählen kann, weil ich sie schon sehr lange getestet habe. Und ich habe mir ein, zwei neue Dinge geholt. Die werde ich im Laufe der Zeit testen. Und außerdem habe ich noch einen Rabattcode für meine liebste Gesichtspflege. Deshalb bleibt unbedingt dran. Ich habe so coole neue Produkte geholt für die Gesichtspflege. Und zwar ein Peeling, ein Spray für den Körper und noch etwas. Ich bin wirklich ein riesen Drogerie-Fan, aber wenn es zu Gesichtspflege kommt, bin ich da so ein bisschen picky. Deshalb, was so Pflege betrifft, bleibe ich eigentlich immer bei Beauty Mates. Und ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt schon auf meinem Kanal seid. Falls ihr neu seid, hallo, ich bin die Görsel. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Einmal die Woche kommt hier ein neues Video online. Und außerdem könnt ihr auch auf Instagram mal schauen. Da zeige ich euch ganz viel so von meinem Alltag. Ich habe ein Baby, bin sehr Beauty interessiert und so vom Alltag und Outfits zeige ich da euch auch ganz viel. Wenn es aber zu Gesichtspflege kommt, bin ich da wirklich sehr strikt und bleibe immer bei Beauty Mates, weil ich auch zwischendurch mal probiert habe zu wechseln, um ehrlich zu sein, aber das hat jedes Mal nicht funktioniert. Deshalb, was so die Basispflege betrifft, bleibe ich bei Beauty Mates und zwar ist das einmal meine Creme. Das ist die Hyaluron Cream Boost 24 Stunden Feuchtigkeit für normale Haut. Das Coole bei Beauty Mates ist, die haben viele verschiedene Booster. Das heißt, ihr könnt schauen, wie es eurer Haut gerade geht und könnt eure Pflege anpassen. Diese Pflege gibt euch ganz, ganz, ganz viel Feuchtigkeit und generell ist Beauty Mates Wirkstoffkosmetik. Das bedeutet, da ist nichts drin, was die Haut nicht benötigt. Alle Bestandteile, die ihr hier habt, haben einen Sinn und haben eine Aufgabe. Und wenn ihr dann mal merkt, ihr möchtet ein bisschen mehr was gegen Unreinheiten tun, dann nehmt ihr die Booster, die dazu passen. Wenn ihr merkt, ihr möchtet noch mehr Feuchtigkeit, etwas gegen Falten tun, dann könnt ihr die entsprechenden Booster nehmen. Aber was im Sommer auch sehr cool ist, ist der Selbstbräuner-Booster. Damit könnt ihr innerhalb von ein, zwei Tagen eine sehr gute Bräune erreichen. Das, was ich gerade am meisten benötige und benutze, ist der Retinol Booster und außerdem der Pore Minimizer. Allerdings war mein Sohn gerade hier und hat meine Booster durcheinander geworfen. Ich finde gerade meinen Pore Minimizer nicht, aber blende ich euch mal hier ein. Die beiden kombiniert sorgen dafür, dass die Unreinheiten verschwinden. Kennt ihr das manchmal? Könnt ihr euch nicht die Zeit nehmen für eure Haut und dann merkt ihr das an der Haut und seht, ihr habt Unreinheiten, ihr habt Pickel, die Foundation sieht nicht mehr so gut aus, weil die Basis halt nicht stimmt. Dann könnt ihr auf diese zwei Booster zurückgreifen. Beim Retinol Youth Booster habt ihr die Dreifach Retinol Power. Das heißt, Retinol ist hier in höchster Konzentration zur Bekämpfung von Anzeichen von Hautalterung, was wir nach einem gewissen Alter halt so benötigen. Hier habt ihr nämlich die Dreifach Retinol Power. Das bedeutet, dass ihr hier eine sehr große Konzentration an Retinol habt. Und hier ist das Retinol verkapselt. Das bedeutet, dass sie besonders gut verträglich ist. Außerdem sind hier Pflanzenpeptide drin, die verstärken das Retinol. Ich liebe es, dass Beauty Mates mit diesen Bestandteilen so perfekt arbeitet, dass sie so gut zueinander passen und so gut dann am Ende wirken. Beim Pore Minimizer habt ihr 15% Niacinamide und 12% Vitamin C. Ich glaube, Vitamin C sagt uns allen etwas. Es kämpft gegen Hautunreinheit, gegen die ersten Fältchen. Und Niacinamide sind sehr gut für diejenigen unter euch, die vielleicht Pigmentflecken haben, die vielleicht Rötungen haben, die generell ein Problem mit der Pigmentierung haben. Das ist so ein Ding, womit ich schon seit Jahren kämpfe und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche wieder eine sehr glatte Haut, eine Haut, die auf jeder Ebene dieselbe Farbe hat, dann benutze ich sehr gerne Niacinamide. Und bei Beauty Mates läuft das so, ihr nehmt euch eure Creme, mischt da die Booster rein, die ihr möchtet und dann habt ihr die perfekte Creme, die ihr morgens und abends verwenden könnt. Ihr könnt aber auch die Booster pur verwenden, so als Kur, aber schaut bitte, je nach Booster gibt es da bestimmte Regeln, die stehen aber alle auf der Seite. Hier auf den Boostern steht es auch drauf, wie viel ihr davon benötigt und wie ihr das Ganze anwenden sollt. Ihr könnt also nichts falsch machen und könnt eure Pflege immer eure momentane Haut anpassen. Die Booster sind für 120 Anwendungen ungefähr gedacht. Also wenn ihr einen Booster habt und immer nur den benutzt, dann könnt ihr davon ausgehen, ihr könnt 120 Anwendungen damit hinkommen. Ich wechsle allerdings immer und schaue, was meine Haut gerade benötigt. Ich habe einen 30% Rabattcode für euch. Schreibe ich euch hier rein und außerdem findet ihr unten in der Infobox alle Produkte, von denen ich euch erzählt habe jetzt gerade
Und ihr findet auch den Set-Konfigurator. Falls ihr ganz neu seid bei Beauty Mates, dann könnt ihr da mal schauen und gucken, was benötigt eure Haut. Was für ein Set wäre für euch am besten und könnt euch da mal so ein bisschen rumklicken. Alle Infos unten in der Infobox. Und jetzt geht's weiter mit den Dingen, die ich bei DM geholt habe. Ich habe auf Insta bei jemandem das Produkt hier entdeckt. Und zwar von No Makeup. Ist es das AHA PHA Peeling Cleanser. Ich benutze das hier nach dem Abschminken. Ich hatte es jetzt schon 4-mal getestet und deshalb kann ich euch sagen, ich habe schon einen Unterschied gemerkt und das Produkt ist wirklich gut. Ich schminke mich immer mit Öl ab, dann mit Schaum und dann verwende ich das hier und dann nehme ich Gesichtswasser und anschließend meine Pflege von Beauty Mates. Wenn ich das hier verwendet habe, dann schaue ich, dass ich eher meine Nachtcreme nehme und am nächsten Morgen unbedingt Sonnenschutz verwenden. Auch mit den Boostern von Beauty Mates, wenn ihr zum Beispiel Retinol verwendet, dann unbedingt nicht vergessen, Sonnenschutz zu benutzen. Aber auch so generell sollte man wirklich immer auf Sonnenschutz achten, weil unsere Gesichtshaut ist wirklich sehr, sehr sensibel. Die Haut unter den Augen ist sehr dünn. Generell ist unser Gesicht wirklich eine Stelle, wo wir sehr gut auf Sonnenpflege achten sollten, weil unser Gesicht ist ja immer in der Sonne. Auch wenn wir jetzt lange Klamotten anhaben, im Gesicht brauchen wir immer Sonnenschutz. Bleiben wir bei No Makeup. Das hier fand ich sehr interessant. Bis jetzt habe ich das allerdings nur einmal verwendet. Ich war ein bisschen überrascht, dass man das so auf die Stelle sprayt und dann ist die Stelle so, als hätte man da etwas Klebriges drauf gemacht. Also ich finde, man muss es danach auf jeden Fall abwaschen. Ich habe es abends verwendet und habe es etwas eintrocknen lassen und habe mich dann angezogen. Es ist nämlich ein Rebalance Body Spray. Hier steht drauf, reduziert Hautunreinheiten und Rötungen, reguliert das Mikrobiom der Haut und bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Ich dachte mir, das wäre ein gutes Produkt hier für die Ärmchen. Da hat man ja so Pickelchen manchmal. Obwohl ich da auch meine Beauty Mates Booster verwende und zwar den Anti-Pickle Booster und auch dort habt ihr einen riesen Effekt. Ihr müsst allerdings so 3-4 Wochen dranbleiben, damit ihr wirklich einen Effekt sehen könnt, weil diese Pickelchen sind wirklich sehr hartnäckig. Aber das werde ich in nächster Zeit mal testen und mal gucken, ob das denn wirklich was bringt. Da ich auf der No-Makeup-Seite war, ich habe alles online bestellt, dachte ich mir, das klingt auch sehr, sehr interessant. Das 120 Stunden Liquid Hydrator, 5% Panthenol, Ectoin Beta-Glucan. Ich kann das alles nicht aussprechen. Stärkt und beruhigt die Haut. Besonders nachdem man Säuren verwendet hat, könnte das interessant sein. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich werde hier diese beiden Produkte in nächster Zeit mal gut austesten und euch dann mal auf Insta berichten. Wenn ihr da dran bleibt, dann seht ihr immer, was ich so gerade ausprobiere, was gerade meine Lieblinge sind. Da zeige ich euch das wirklich täglich. Leute, auf die beiden Schätze kann ich nicht mehr verzichten. Und zwar sind das die Wimperntuschen von L'Oreal Lash Paradise. Den Mascara Primer hole ich wirklich immer, immer, immer wieder nach. Immer wenn das Produkt leer ist, wird es nachgekauft. Bei der Wimperntusche probiere ich mich schon mal aus und teste das, was ich auch schon mal so zugeschickt bekomme. Aber jetzt gerade hatte ich keine Wimperntusche mehr da und dann habe ich die hier auch nachgekauft. Das ist die ganz normale Wimperntusche in Schwarz und ich kann euch wirklich sagen, das sind für mich die allerbesten Wimperntuschen. Ich habe auch so viele verschiedene getestet und immer, wenn mal hier Not an Wimperntusche ist, greife ich darauf zurück. Da jetzt der Sommer da ist, dachte ich mir, ich brauche auch mal eine wasserfeste Wimperntusche. Denn manchmal mache ich das sehr gerne so, dass ich einfach nichts trage auf dem Gesicht, aber so ganz bisschen Wimperntusche. Und im Sommer schwitzt man, es ist überall so ein bisschen Schweiß, bisschen Öl und deshalb verschmiert die Wimperntusche dann schon mal. Deshalb dachte ich mir, ich gebe einer wasserfesten Mascara mal die Chance und gucke mal, weil meistens war es so, wenn ich mal wasserfeste Wimperntuschen getestet habe, fand ich es nicht so gut, weil das Abschminken danach so schwierig war. Aber mittlerweile schminke ich mich mit Öl ab. Vielleicht wird es dann kein Problem. Mal schauen. Werde ich ausprobieren. Kommen wir wieder zu meinen Favoriten, die ich nachgekauft habe. Und zwar darf bei mir nie fehlen ein Kajalstift in Beige. Und zwar von Manhattan. Auch hier habe ich verschiedene ausprobiert. Aber für die Wasserlinie ist dieser Kajalstift wirklich perfekt. Es fühlt sich so weich an auf der
Wasserlinie und so könnt ihr das Produkt auch schön auftragen und außerdem hält es auch lange. Falls ihr aber Probleme habt mit Wasserlinie und Kajalstift mit der Haltbarkeit, dann könnt ihr mit einem Wattestäbchen so ganz vorsichtig an der Wasserlinie entlang gehen, so das Feuchte wegnehmen und den Kajalstift dann sofort danach auftragen. Dann soll die Haltbarkeit auch ein bisschen länger sein. Ich muss das ehrlich gesagt nie machen, aber ich kann mir vorstellen, dass das logischerweise gut funktioniert. Ein Augenbrauenstift, der bei mir immer, immer, immer wieder einzieht, wo es mir beim Preis an der Kasse immer ein bisschen wehtut, ist von NYX Micro Brow Pencil. Und zwar nehme ich da die Farbe Taupe immer, aber hier sind das, glaube ich, um die 10 Euro oder so und das ist wirklich viel. Aber ich habe bis jetzt leider keine günstigere Alternative gefunden, die diesem Produkt wirklich sehr nahe kommt. So wie der Name auch sagt, ist das Produkt selber wirklich sehr, sehr mini klein und ihr könnt damit sehr gut Härchen zeichnen. Auf der anderen Seite ist eine Bürste mit dabei. Die Bürste mag ich auch gerne und benutze ich sehr, sehr oft. Kein Vergleich dazu, aber wenn ihr mal sagt, diesen Monat möchte ich kein Geld dafür ausgeben, dann könnt ihr vielleicht von Catrice das Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil benutzen. Soll waterproof sein, aber es kommt dem von NYX leider nicht so sehr nah. Es ist nur dasselbe Prinzip, auch wirklich so in Mikro sehr, sehr klein. Damit kann man auch Härchen zeichnen, aber ich bin hiermit bei weitem nicht so zufrieden wie das Produkt von NYX. Deshalb ist es kein Dupe, aber wenn es dann mal günstiger sein soll, könnte das eine Alternative sein, die bei weitem nicht so gut ist. Dann wird auch immer wieder nachgekauft. Ich habe so viele verschiedene Lip Liner von Trended Up und mag wirklich die Farbe 210 sehr, sehr, sehr gerne. Aber da ich die Farbe noch da hatte und mal etwas Pinkeres haben wollte, habe ich hier mal die 251 mitgenommen. Die Lip Liner von Trended Up sind generell sehr, sehr buttrig, werden danach so ein bisschen pudriger auf den Lippen, halten dadurch länger und ich bin jedes Mal überrascht, wie lange diese Lip Liner halten. Für den Preis, für die Konsistenz, für die Haltbarkeit, für den Auftrag wirklich ein sehr, sehr guter Preis und auf jeden Fall solltet ihr euch die Farbe 210 mal angucken. Aber 251 ist auch cool. Passend zum Sommer habe ich mir hier von Essence die All About Matte Oil Control Paper geholt. Ich weiß nicht, ob die Packung immer so aussieht. War die Farbe nicht mal anders? Aber die gibt es immer und damit könnt ihr euch so überschüssiges Öl über den Alltag hin einfach aus dem Gesicht nehmen. Hat man jetzt den Unterschied gesehen? Ich habe die ganze Zeit die Befürchtung, dass meine Kamera zu hell ist. Aber ihr könnt mir vertrauen, falls man das jetzt hier nicht sieht, das Produkt macht wirklich viel Sinn. Einfach mit in die Handtasche packen und dann so über die öligen Stellen gehen. Weil, wenn ihr merkt, ihr seid ölig geworden und dann wieder Puder drauf packt, dann wird es cakey nach einer Zeit. Und diesen Schritt kann man auch nicht so oft wiederholen. Aber das hier könnt ihr so oft machen, wie ihr möchtet. Es wird nicht cakey. Ihr nehmt damit nur Öl aus eurer Haut und es sieht alles so ein bisschen matter wieder aus. Nicht komplett matt, aber nicht mehr so nass, unangenehm ölig. Dann wollte ich mal was Neues ausprobieren und zwar habe ich mir von Maybelline ein Eyeliner mitgenommen, nennt sich Hyper Precise All Day Liquid Liner und zwar habe ich hier einfach schwarz gewählt, nennt sich auch einfach nur Black. Die Spitze sieht so aus und generell komme ich mit so Filzstiftspitzen sehr gut zurecht und mag es sehr gerne, wenn die halt so spitz sind. Ich finde, dann ist der Auftrag wirklich sehr leicht. Ach, was ich mir noch mitgenommen habe, ist so ein Fuß-Hornhaut-Entferner-Socken. Und zwar hat meine Mama gesagt, dass die gut sein sollen und ich soll sie unbedingt mal ausprobieren. Sie hat mich schon vorgewarnt, sie hat gesagt, nach ein paar Tagen peelt sich die Haut, aber danach hast du eine Baby-Popo-weiche Fußhaut. Deshalb habe ich sie mir mal mitgenommen. Ich traue mich immer nicht, das hier zu verwenden, weil ich mich so ein bisschen vor diesem Abpeelen fürchte. Aber ich hätte schon sehr, sehr gerne eine Lösung für zu Hause, um meine Hornhaut loszuwerden, ohne zu viel Hornhaut abzumachen. Ich habe mir nämlich selber letztens die Hornhaut entfernt und habe viel zu viel abgemacht und dann konnte ich eine Woche lang fast nicht auf meine Füße treten, weil es so sehr wehgetan hat. Mal gucken, ich werde mal diese Hornhaut-Entferner-Socken ausprobieren und euch dann berichten. Ein paar Lifestyle-Dinge habe ich mir eingepackt und zwar für mein Baby Eckenschutz,
Er stößt sich so oft an unser Esstisch, es tut mir jedes Mal weh und ich denke mir, okay, jetzt hat er es gelernt, jetzt hat er es gelernt, aber dann passiert es immer wieder. Deshalb habe ich mir hier diese Eckenschutzdinger mal mitgenommen. Ich hoffe, sie funktionieren. Dann habe ich nochmal neue Aufsätze genommen für seine Milch. Er trinkt nämlich noch zum Einschlafen die Milch. Da habe ich die mit den drei Tropfen. Und ich habe online hier so einen Schlafsack geholt. Die Größe scheint jetzt etwas zu groß zu sein. Also ich habe mir da eine etwas andere Größe erwartet. Es ist die Größe 100, aber ich werde es nicht zurückschicken. Ich werde es behalten. Aber ich würde mir sehr gerne, beziehungsweise ihm, davon noch eine kleinere Größe bestellen, weil so preis-leistungsmäßig ist es dort wirklich sehr gut. Ich habe auch auf Insta ganz viele Werbung dazu gesehen und da zahlt man sich dumm und dämlich und hier fühlt es sich so schön an. Es ist generell, die Babysachen bei DM sind wirklich sehr gut. Hier hat man auch ein Ökotex Standard 100 und es fühlt sich sehr gut an. Das sind halt die Schlafsäcke mit den Füßen, so dass die damit aufstehen und auch durch die Wohnung rumlaufen können, nicht in so einem Sack drin sind. Dann, Leute, dieses Produkt wird sowas von gehypt auf Instagram. Seitdem ich das bei Shopaholic gesehen habe, war es überall bei DM ausverkauft. Ich war bei drei verschiedenen DMs. Es war immer ausverkauft. Immer wenn ich da war, war es ausverkauft. Ich war da über 2 oder 3 Wochen. Immer mal wieder habe ich geschaut. Und dann dachte ich mir, ich bestelle es jetzt online. Und online war es auch schwierig zu bekommen. Aber ich habe eine Online-Expresslieferung zu einem DM gemacht in unserem Nachbarsdorf. Und dort hatten die noch welche. Deshalb habe ich mir ein paar davon geholt, ein paar für mich, dann für meine Mama, für meine Freundin und kann euch sagen, dass es für den Alltag gut funktioniert. Also, ich habe euch gar nicht gesagt, was es ist. Es ist von Denk mit der Textilerfrischer 3 in 1 und Shopaholic hatte halt gezeigt, wie sie das Produkt auf ein zerknittertes Kleid sprüht und danach war es wieder anziehbereit. Es sah aus wie gebügelt, aber in der Realität sieht das ein wenig anders aus, wenn ihr das Kleidungsstück vorher schon gebügelt hattet und es ist im Kleiderschrank wieder leicht zerknittert. Kleiderschrankknitter werden danach weggehen, aber wenn ihr jetzt etwas aus dem Trockner holt und da sind so voll die Knitter drin oder ihr lasst eure Sachen in der Luft trocknen, dann sind die noch mehr zerknittert. Damit gehen die Knitter davon nicht weg. Ich finde, es funktioniert nur, wenn die Sachen schon vorher knitterfrei waren, aber im Kleiderschrank oder vielleicht im Koffer noch mal ein bisschen zerknittert sind, dann ist das eine gute Lösung. Aber es ersetzt nicht das Bügeln. Was ich dann noch mitgenommen habe, sind diese Trocknertücher. Ich hatte die schon mal geholt und war ein bisschen enttäuscht, weil die nicht so intensiv riechen wie die von, welche Marke war das noch mal? Habe ich vergessen. Febreze? Kann sein. Auf jeden Fall hole ich die immer. Die kosten doppelt so viel wie die. Und dann dachte ich mir, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance und werde sie nochmal ausprobieren. Sie kosten ja nicht viel. Vielleicht finde ich sie ja dieses Mal gut, weil früher musste alles sehr, sehr stark riechen. Und mittlerweile verwende ich sogar von meinem eigenen Parfum nur noch einen einzigen Spritzer und alle meine Düfte halten so übertrieben lang, weil ich nicht mehr so viel verwende, wegen meinem Baby halt. Und deshalb könnte das jetzt vielleicht ausreichend sein für mich, mal schauen. Dann habe ich sehr unspektakulär Salz für die Spülmaschine geholt. Ach, dann habe ich mir noch eine Kerze mitgenommen. Zitronenmelisse und Rosmarin. Ich habe immer noch nicht dran gerochen. Es ist ein Badezimmerduft. Schade, ich dachte eigentlich, es könnte ein sommerlicher, frischer Zitronengeruch so für die ganze Wohnung sein, aber es riecht für mich sehr stark nach Badezimmer. Deshalb kann ich das, glaube ich, in der Wohnung so nicht verwenden. Aber mal schauen. Meistens riechen die Kerzen ja auch nach dem Anzünden ein bisschen anders. Deshalb gucken wir mal. Ich finde das Gläschen sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass da so ein Korkendeckel mit drauf ist. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die Kerze leer ist, dass ich das Glas in die Spülmaschine packe und das hier abmache und danach nur noch Teelichter rein mache und das hier dann auf dem Balkon benutze. Das war's mit meinem DM-Haul, meine Beauty-Favoriten, ein paar neue Beauty-Sachen und ein paar Lifestyle-Dinge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst meinen Beautymates-Rabattcode nicht. Ihr bekommt 30%. Die Links findet ihr unten in der Infobox. Wir sehen uns dann nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Tschüss!